Hi Leute, Jasper hier und ich möchte heute mal auf ein Thema eingehen, was ich immer mal wieder so gelesen habe und einfach mal ein Statement dazu machen möchte, denn ich lese immer mal wieder, wenn so vegan Diskussionen oder Fleisch essen versus vegan und so weiter ist, dass ja quasi vegan nicht funktionieren würde und dass man es ja auch sieht daran, dass immer mehr Veganer wieder aufhören damit vegan zu essen. Und darauf möchte ich mal ein bisschen eingehen, denn ich sehe das so ein bisschen anders. Auf der einen Seite habe ich gar nicht das Gefühl, dass mehr Veganer aufhören sich vegan zu ernähren als früher, sondern es einfach die insgesamte Zahl an Menschen, die vegan sind, größer geworden ist. Und klar, wenn prozentual mehr Menschen vegan werden und immer ein paar aufhören, dann ist auch die Absolutmenge an Menschen, die aufhören, größer geworden. Aber die prozentuale Menge von denen, die aufhören, ist nicht unbedingt größer. Beziehungsweise dadurch, dass es auch ein gewisser Trend ist und viele es einfach mal ausprobieren wollen, gar nicht, weil sie ernsthafte Intentionen oder wirkliche Gründe dahinter haben, sondern einfach, weil es hip ist oder ja, weil sie irgendwo was Tolles gelesen haben und aber gar nicht wirklich richtige Fakten quasi dahinter stehen, keine richtige intrinsische Motivation. Ist natürlich klar, dass auch hier und da mehr aufhören. Es hat aber nicht unbedingt gleich zu sagen, dass es deswegen nicht funktioniert. Generell ist das ja keine Kausalität, ja, dass man sagt, naja, weil Leute aufhören müssen, kann es bei keinem funktionieren, nur weil manche damit aufhören. Aber an sich gehen ja alle veganen Trends weiter nach oben und insofern mache ich mir, was das angeht, schon mal gar keine Sorgen. Ich möchte mir aber erstmal angucken, warum denn vielleicht einige Leute aufhören, sich vegan zu ernähren. Denn dadurch, dass heutzutage jeder Social Media und Co. hat, wird es natürlich auch mal gleich ganz breit getreten, wenn vielleicht jemand aufhört, entweder er macht selbst oder jemand anderes redet drüber und dann kriegen das Leute eben vielleicht in den falschen Hals und denken, hey, vegan funktioniert nicht, sonst hätte die Person ja nicht aufgehört. Aber es kann ganz andere Gründe haben und ich sehe es tatsächlich so, dass viele Leute vegan vielleicht einfach falsch angehen und viel zu dogmatisch angehen, weil einfach in der veganen Szene, und das muss man ganz klar sagen, auch viele Leute sind, die es viel zu dogmatisch angehen. Die sagen, du darfst nur noch Rohkost essen oder du darfst nur noch irgendwie Früchte und Bananen essen oder dann futterst du den ganzen Tag nur noch Grünzeug und Salat. Und das ist ja absolut nicht Sinn der Sache. Als Veganer kann man alles essen wie vorher auch. Ich bin auch kein Fan von diesen ganzen 80-10-10-Geschichten oder so, darfst du noch 10% aus 10% deiner Kalorien aus Protein, 10% aus Fett abdecken, der Rest muss aus Kohlenhydraten kommen. Man kann sich doch ganz normal genauso vielfältig und genauso vom Makronährstoffverhältnis ernähren wie vorher auch. Gerade wenn es einem schwerfällt und man am Anfang ist und diese vegane Umstellung macht, dann macht das ganz entspannt genauso wie vorher. Warum sollte da schon irgend so ein Dogma folgen? Und die meisten dieser Dogmen haben einfach auch keine Vorteile. Also auch rohe Ernährung oder Co., es hat keinen Vorteil, wenn man seine Sachen nicht kocht. Warum soll man sich sinnloserweise in seiner Lebensmittelauswahl beschränken? Als Veganer beschränkt man sich ja nicht darin, weil es irgendwie so super toll ist, sich darin zu beschränken, sondern weil es einfach ethisch und aufgrund der anderen Faktoren her Sinn macht. Und da ärgere ich mich dann auch sehr, wenn ich eben sehe, dass auch aus den veganen Kreisen Leute totale Heilsversprechen machen und sagen, man könnte keine Krankheit mehr kriegen, man darf nur noch so essen und so. Das ist in meinen Augen absolut der falsche Weg und habe ich ja auch nie so gemacht und nie so gepredigt. Das sind aber zwei Punkte, die ich sehe. Zum einen, also die Leute haben einfach keine Ahnung, wie sie sich richtig vegan ernähren sollen, beschäftigen sich dann nicht damit, machen es, weil irgendwer sie überredet oder weil es Trend ist oder so und folgen entweder irgendeinem strengen Dogma, was Quatsch ist, oder hauen sich halt irgendwie alles rein, was ungesund ist, so Sojapudding und vegane Pizza und Sojaschnitzel. Und das ist natürlich auch nicht der richtige Weg. Also natürlich soll man sich gesund ernähren, aber das zählt ja auch wieder auf jede Ernährung. Wenn ich mir jetzt irgendwie unveganen Burger und unveganen Pudding reinhaue, ist es auch nicht besser. Der nächste Grund ist, glaube ich, dass viele es einfach so ein bisschen aus einem falschen Grund machen. Also viele ernähren sich vegan, weil eben immer gesagt wird, dass vegan irgendwie die gesündeste Ernährung ist oder musst du gesund bleiben. Viele Versprechungen, wie gesagt. Vegan ist eine gesunde Ernährung, wenn man sich naturbelassen vegan ernährt. Kann eine super gesunde Ernährung sein, ist aber nicht so, dass man gar keine Krankheit mehr kriegen kann, nie wieder Erkältung hat oder was auch immer. Wenn ich aber nur aufgrund von gesundheitlichen Aspekten meine Ernährung verändere, dann sind kleine Ausrutscher ja immer okay. Also so wie ich zum Beispiel sage, hey, ich esse nicht so viel Süßigkeiten, weil das ist gesünder. Aber ab und zu mal, das ist kein Problem, das verkraftet der Körper vollkommen, ist auch kein Problem und ist Lebensqualität. Und wenn ich sage, hey, ich ernähre mich nur aufgrund von Gesundheit vegan, aber da ist jetzt mal ein bisschen Ei im Kuchen, da ist jetzt mal ein bisschen Käse auf den Nudeln, dann sind das Sachen, wo man vielleicht sagt, na gut, es ist zu verkraften mit der Gesundheit. Und dann hat man natürlich viel leichter den Spielraum wieder zu sagen, es passiert irgendwie immer öfter und schleichend kommt man da wieder raus und dann ernährt man sich auf einmal wieder gar nicht mehr vegan. Habe ich auch bei vielen gesehen, auch gibt es auch bei vielen YouTube-Kanälen zu sehen, die sagen, sie machen das nur für die Gesundheit und auf einmal sind sie der Meinung, sie müssen für die Gesundheit vielleicht noch Fisch essen, um wegen der Omega-3-Fettsäuren oder sowas. Und statt dann aber zu sagen, hey, ich esse so und so oft pro Woche so und so viel Fisch, ist dann auf einmal, ja, und auf einmal esse ich abends noch Quark und ich teste das erste Mal Ben & Jerry's und ich esse das und ich esse das und ich esse das und ich denke so, okay, das hat nichts mehr damit zu tun, dass du für die Gesundheit irgendwie noch was dazu ergänzen willst, sondern
es hat sich einfach nur ausgeschlichen dadurch quasi. Also ich glaube, wenn man einmal den ethischen Anspruch hat, zu sagen, ethisch ist es nicht vertretbar, lebende, fühlende Wesen, wo es nicht nötig ist, so zu quälen, zu foltern und zu töten, dann hat man eine ganz andere Barriere dazu, als wenn man sagt, ich mache es für meine Gesundheit und da kann ich mir auch mal einen Ausrutscher erlauben. Und als dritten Punkt, also die Leute wissen nicht genau, wie sie essen sollen, machen es nur aus Gesundheit. Und als dritten Punkt ist natürlich auch das Umfeld ganz, ganz wichtig. Auf der einen Seite Leute, die einem Angst machen, meinetwegen wie die Eltern, die sagen, oh Gott, da hast du doch Mangelerscheinungen. Oder Sportler, die sagen, du wirst deine Leistung verlieren. Oder irgendwelche Freunde, die auf einen einreden oder was auch immer. Das hat natürlich einen großen Einfluss. Mir haben auch schon viele geschrieben, dass sie meinetwegen sich gerne vegan ernähren würden, aber einfach noch zu Hause wohnen und die Eltern halt einkaufen und sagen, nö, das machen wir nicht mit. Du isst, was auf den Teller kommt und kriegst sonst nichts. Und sie vielleicht noch nicht die Möglichkeiten haben, kein Geld haben oder wie auch immer, weil sie noch zu jung sind, das selbst einzukaufen. Also das Umfeld kann uns hier natürlich stark darin beeinflussen, inwieweit wir das Ganze dann machen können oder nicht. Ich versuche mal so ein kleines Fazit hier zu ziehen. Auf der einen Seite habe ich das Gefühl, die veganen Trends gehen alle weiter nach oben und natürlich, wenn mehr Leute es probieren, gibt es auch immer einen prozentual gleichen, aber absolut gesehen höheren Anteil Menschen, die auch wieder abspringen. Sie machen es nur mittlerweile mehr publik auf Social Media und Co. Dann wissen die Leute einfach nicht genau, wie sie sich ernähren sollen und da müssen wir natürlich einfach weiter Aufklärung betreiben. Sind aus den falschen Gründen vegan oder werden vom Umfeld sehr stark beeinflusst. Wenn ihr noch Sachen habt, wo ihr sagt, hey, das spielt vielleicht auch noch rein, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, finde ich sehr, sehr spannend. Vielleicht kann ich es auch mal in einem Video aufgreifen. Denn ich bin einfach, wie gesagt, kein Freund davon, wenn das da so riesen Heilsversprechen draus gemacht werden, dann, ja, damit werdet ihr unsterblich oder ihr dürft nur noch so und so essen und das ist die ultimative Möglichkeit. Ernährt euch einfach naturbelassen und vielfältig und alles ist gut. Im Endeffekt, wenn man so die gleichen 4 Kategorien immer mal drin hat, das heißt Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, Obst und Gemüse, Nüsse und Samen, wenn man diese Kategorien in der Ernährung fest drin hat, dann muss man sich eigentlich keine Sorgen machen. Dazu noch ein Vitamin B12 nehmen und man ist zu 90% schon auf der sicheren Seite. Wenn man es nochmal genau wissen will, ich verlinke euch in der Beschreibung einfach nochmal mein Video zum Thema Ernährungsberater beweist, Veganer haben keinen Nährstoffmangel, wo ich ja ganz genau auf die kritischen Nährstoffe alle eingehe und zeige, was man so ungefähr essen müsste, um das abzudecken. Und dann sieht man eigentlich, das ist gar kein Problem. Ansonsten, ich packe euch auch mal den kostenlosen Vegan-Guide mit rein, wenn ihr auch nochmal gucken wollt, hey, was muss ich essen, worauf muss ich achten, wie sieht es aus mit Soja, für den Muskelaufbau, zum Abnehmen, funktioniert das alles dann noch so vegan, habe ich einmal nochmal alles zusammengefasst. Lest euch das gerne durch und ja, lasst mich eure Gedanken dazu wissen, habt ihr das Gefühl, Veganer hören immer mehr auf oder es werden immer mehr oder woran liegt es, was können wir da noch machen? Schreibt es mir in die Kommentare, lasst uns da unten ein bisschen diskutieren und dann sehen wir uns da unten gleich wieder. Bis dahin.